Also, auf in den Kampf, Torero, auf ins Finanzamt. Du meinst wohl Caro? Ja, Caro, Caro, den Hund, ja. Komm, mein Caro, den nehme ich mit zu meiner Unterstützung, nicht wahr, mein lieber Caro? Und richtig auftrumpfen, Paul, nicht gefallen lassen von den Leuten. Nee, nee, nur du weißt ja Bescheid, ich bin ja mutig. Ich war ja viele Jahre bei Verdun, bei Bauchs, Maubeuge, ich hab was gelernt. Wenn Sie Vermögensteuer wollen, sagt ihr Vermögen ja. Wir Vermögen aber nicht mehr zu zahlen. Das ist sehr gut, Situation, sehr gut, ja. Wenn Sie Kopfsteuer verlangen, sagt ihr, dein Geld ist sowieso nicht mehr wert. Das ist ein bisschen übertrieben, du. Wollen Sie Kirchensteuer, sagt ihr, bist du synagogisch, du wirst schon eine Ausrede finden. Ja, ja. Lass mal, ich weiß schon Bescheid. Ihr braucht keine Vorschriften machen. Man muss dir ja alles vorkauen, sonst bist du ja zu feige. Ich? Zu feige? Na, dann pass mal auf, du. Ich gehe aber gleich hier rein und zu unserem Dezernierich und da werde ich dem schon was erzählen. Ich finde mal alle Orden und Ehrenzeichen um. Ich werde auch mal sehen, ob ich so viel Steuern zahlen muss. Immer richtig auftrumpfen. Herr, wer bin ich? Ja, doch, ja, doch. Bloß nicht so laut, die Leute können doch das hören hier drin. Ich sag dir, du bist ein Feigling. Wenn sie von dir Bürgersteuer verlangen, dann sagst du, du bist ein ganz gewöhnlicher Power. Ja, alles eine Ausrede, ja, ja. Und wenn sie es nicht glauben? Na, da wirst du Pampi und schimpfst dem drauf los. Und wenn sie mich rausschmeißen? Ach, die sind froh, dass du da bist. Die wollen doch dein Geld haben. Und wenn einer frech wird, da wird du einfach ein Hund los, dass den Hosenboden aufreißen. Gell, Caro? Ja, da rein noch still jetzt, ja. Wenn die Leute das hören, ist das so peinlich. Ich sag dir, du bist ein Feigling. Dass du mir keinen Pfennig bezahlst, Paul. Nein, ich bewillige nicht mehr mal. Ich denke ja gar nicht dran. Ich bin konsequent. Komm, ja, komm, kannst du nachher trinken. Also los, geh rein. Sei still jetzt. Rein. Moin. Komm, Carlo, komm hier rein, komm. Eigentlich dürfen Sie mit dem Hund hier nicht hier rein. Nee, eigentlich nicht. Was? Wie? Na also. Na, Geld. Was wollen Sie denn hier? Wer? Na, Sie. Ach, ich? Na, wer denn sonst? Ah, ich dachte, Sie meinen vielleicht mich. Ja, natürlich Sie. Wie konnten Sie auch meinen Hund meinen, Caro? Wer ist denn das? Nur hier, mein Hund. Verrückt. Was? Verrückt. Kennen Sie zu wenig, Herr Prokurist. Und was wollen Sie hier? Mein Herz und mein Portemonnaie erleichtern. Da sind Sie an der richtigen Stelle. Ich sage Ihnen gleich offen und ehrlich mein letztes Jahr sein kommen, damit es schneller geht, Herr Detektiv. Na und das ist? 4.000 Mark und 10 Pfennige. 4.000 Mark und 10 Pfennige? Ja, Herr Kultusminister. Wie konnten Sie ausrechnen auf die Runden 4.000 Mark und noch dazu 10 Pfennige? Ja, wir sind eben ehrlich auf dem Lande. Na, wir werden ja mal sehen. Ei, wei. Also, da haben Sie zunächst Einkommensteuer zu zahlen, nicht wahr? Ja. Dann die Kirchensteuer? Natürlich. Da fehlt noch die Umsatzsteuer. Naja, es fehlt mir so manches, Herr Lehrer. Bürgersteuer und Kopfsteuer. Naja, gut, dass ich sitze. Warum? Sonst entdecken Sie noch eine neue Körpersteuer. Körperschaftssteuer, die gibt's, nicht wahr? Die ist sehr wichtig und das haben Sie auch zu zahlen, nicht wahr? Ja, da bin ich ja sehr beruhigt, sehr beruhigt. Dann noch die Kapitalertragssteuer. So? Ich hatte schon Angst, es gäbe keine Steuern mehr. Was glauben Sie denn? Da kommt doch die Vermögenssteuer. Natürlich, natürlich. Sie werden es ja wissen, Herr Baron, nicht wahr? Dann die Junggesellensteuer, die brauchen Sie ja nicht zu zahlen. Nein, nein. Sie meinen, die Frau ist billiger. Ja, also Sie werden es ja wissen, natürlich. Dann die Kanalsteuer. Wieso Kanalsteuer? Ich trinke schon seit einem halben Jahr keinen Tropfen mehr. Das hat damit nichts zu tun. Auch auf Sauerbrunnen müssen Sie Getränkesteuer zahlen. Kein Wunder, wenn er sauer wird. Lassen Sie die albernen Witze. Na, jetzt wird's kritisch. Richtig, Krisensteuer, die müssen Sie auch zahlen. Zusammen mit der Lohnsteuer. Alles zusammen, das ist sehr schön. Alles so praktisch eingerichtet. Das regelt sich alles ja so schön automatisch. Richtig, automatisch Autosteuer, ja. Die müssen natürlich auch zahlen. Na ja, ja, natürlich. Aber da war doch mein seliger Vater, war besser dran. Jawohl, Erbschaftssteuer, das ist selbstverständlich, die haben Sie doch wahrscheinlich schon gezahlt. Ui, wei, wei, wei. Ach, das ist alles so selbstverständlich. Wissen Sie, man muss lachen, man muss direkt lachen. Es tanzt man schon alles vor den Augen. Da kommt die Vergnügungssteuer in Frage. Na, Sie sind ein Herzensbuschel, ein riesiger Seelsorger. Rechnen Sie schnell aus, was ich zu bezahlen habe, dass ich meiner Staatsbürgerpflicht mit Freuden nachkommen kann. Recht schnell, ich kann es gar nicht mehr erwarten. Na, das haben wir ja gleich. Na, das ist gut. Also Sie sagten Einkommen 4.000 Mark. Ja, aber und 10 Pfennige. Naja, und 10 Pfennige. Na, nicht uns, sondern ja, ja. Das macht insgesamt 5.480 Mark und 5 Pfennige. Wie viele Pfennige? 5 Pfennige. Ah, na, da bin ich sehr beruhigt. Aber 5.480 Mark, das ist ja mehr, als ich verdient habe. Wie ist das möglich? Das werde ich Ihnen gleich erklären. Passen Sie auf. Ich rekapituliere. Einkommensteuer, Umsatzsteuer, Kirchensteuer, Bürgersteuer, Kopfsteuer, Körperschaftssteuer, Kapitalertragssteuer, Kanalsteuer, Getränkesteuer, Krisensteuer, Lohnsteuer, Autosteuer, Erbschaftssteuer und Vergnügungssteuer. Na, zur Beruhigung dann Pyramidon, Panodorum, Aspirin, Bromaral, Rizinus und Laxin. Lassen Sie doch die Dummheiten. Na dann nicht. Ich mache Sie darauf aufmerksam, dass Sie Ihre Angaben beschwören müssen.
Und Sie wissen ja, was auf Falscheid steht. Jawohl, die Sitzsteuer. Ich frage Sie also nochmals, haben Sie alle Steuern angegeben? Keine Steuern verschwiegen, Herr Neugebauer? Ich habe nichts verschwiegen, ich habe höchstens was hinzugefügt. Das sollen Sie auch nicht. Gut, ich schließe das Protokoll. Was ist denn das? Mein Hund. Was hast du denn, Caro? Ach ja, die Hundesteuer, sehen Sie, die hätte ich beinahe vergessen. Mein liebes Hundel, ich danke dir, dass du mich daran erinnert hast. Die Hundesteuer, Herr Major. Na, mein Lieber, da haben Sie doch mal Glück gehabt. Nur freilich, ich sagte immer, Glück muss der Mensch haben. Mahlzeit.